Herzlich willkommen wieder bei Sinneswiss. Ich grüße alle, die eingeschaltet haben. Mein Name ist Hill und neben mir sind wie immer der Spike. Hallo zusammen. Und der Herr Alex. Ja. Yeah. Jawohl, heute wieder eine Hausaufgabe-Folge. Und wie immer, ich hoffe, ihr habt Hausi gemacht. Ja, sicher. Dürlemann. Genau, und heute geht es um einen Film. Am Anfang war das Feuer. Ja, Originaltitel La Guerre du Feu. Im Englischen Quest of Fire, ich habe noch Spanisch El Busca del Fuego und was mir auch gefällt, ist norwegisch Il Dricken. Was? Il Dricken? Il Dricken. Oh, richtig. Hey. Genau, es ist ein Adventure-Drama oder Palo-Fiction von Palo-Anthologie. Science of Fantasy Adventure ist noch betitelt worden, also es ist eigentlich kein historischer oder archäologischer, wo heißt gedrehter Film. Mhm. Ist eine Verfilmung von einem gleichnamigen Romanverlag von H.J.H. Rosny-Ain. Die Film ist eine französische Produktion, gefilmt in Kanada aus dem Jahr 1981. Hat auf IMDb 7,3. Noch gut. Budget mit geschätzt 12,5 Millionen. US-Dollar oder kanadische? Was hat Kanadier für Dollarzeichen? Keine Ahnung. Dann ist es kein normal Dollar. Ich gebe einfach noch ein Ahornblatt mit zwei Strichen. Ah, oder so. Stimmt, ja. Mit Queen drauf. Ne? Ja, oder C und Dollar. Das habe ich glaube auch schon mal gesehen. Stimmt, ja. Stimmt. Kann ja. Einnahme weltweit knapp 21 Millionen. Aber doch, hat es sich gelohnt. Regie Jean-Jacques Annaud, französischer Regisseur, war eigentlich 1976 sein erster Film gesehen. Und er hat Sehnsucht nach Afrika rausgebracht. 1977 hat er für einen Oscar für den besten fremdsprachigen Film bekommen. Ah, das ist der Regisseur? Ah, das habe ich gar nicht. Ah, okay. Ja, der hat einiges gemacht. Ja. Was auch wirklich ganz bekannt. Also ich muss sagen, das war sein erster Film, nicht A Quest of Fire. Ja. Sehnsucht nach Afrika. Macht genau. Sinn. Der hat ja auch, glaube ich, eher mit Kurzfilmen und so Sachen angefangen wie die meisten. So wie ich es gesehen habe. Ich meine, ich glaube, er hat einen Werbefilm gemacht oder so. Das kann sein, ja. Ist ein so aus dem. Ja. Nein. Ja, häufig, ja. Genau, immer wenn sie gleich von mir haben. Mhm. Er hat auch den Namen der Rose gemacht, Sean Connery, Christian Bale. Mhm. Christian Slater. Slater habe ich gesehen. Christian Bale. Stimmt. Das ist auch gut. Sieben Jahre in Tibet, im Brad Pitt, hat er auch gemacht. Oh, das ist lausig, der Film. Ich habe gefunden früher. Ehrlich? Ich weiß auch nicht wieso. Ist halt das ist, als ich das erste Mal im Deutschen zu Lörrach ins Kino gegangen bin, so als Jugendlicher, hatte ich ein Date gehabt. Und sie hat auch Filme schauen, dann sind wir da schauen. Und ich habe mich nur gelangt. Wobei, weißt du, das ist auch noch die Zeit so als wie bin ich? So 13 oder so, keine Ahnung. Das ist natürlich nicht so cool, mit deinem Schwarm ins Kino gehen, einen Film schauen, wo der Brad Pitt in seiner Prime-Zeit, sag ich mal, mit seinen goldigen Hörle. Und ich bin dann einfach dran geguckt, so, Scheiße. Ja, super, du machst mir gerade Mut, wenn ich die Hausaufgabe geschaut habe, meiner erzählt habe, sieben Jahre in Tibet, hat gleich Regisseur gemacht. Oh, das ist so super, ja, dann müssen wir mal zusammen schauen. Ja, dankeschön. Toll. Ja, gut. Aber ich weiss ja, wie der Brad Pitt heute aussieht. Ja, eigentlich immer noch top. Also da kannst du es nicht sagen. Ja, komm, ich habe aufgeholt. Zum Glück ist es ein Podcast und kein YouTube-Channel. Ja, nein. Das ist der Grund. Nein, ist ein Liebeschins. Macht er dann noch Black Gold? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Antonio Banderas und Tahan Rahim. Tahan Rahim, der hat auch im Film Alateria dort gespielt. Alateria. Ja, er war ein Polizist, der glaube 2 Sekunden schnell. Okay. Mhm. Über den Film haben wir ja geredet in der Sonntagsfolge. Genau. Über das Brugger. Ja. Drehbuch, Gerard Brach. Hat unter anderem auch Film gemacht wie Tanz der Vampire, 1960, vom Roman Polanski. Geil. Was? Das ist geil. Eine Komödie von Jahr 20. Nein, der Film heißt so. Aha. Den habe ich extra eingebaut. gut. Auch von 20, auch ein Romanski-Film. Der Name der Rose. Romanski. Roman Polanski. Ja, es ist ein neues Genre von Romanski-Polanski. Romanski-Film. Wir sind super. Romanski von Polanski. Das sind die politisch korrekten Polanski. Romanski. Gut, könnte man jetzt eigentlich auch falsch verstehen, mit gewissen Hintergründen. Ja. Das ist definitiv der Fall. Gut, den Namen der Rose hat er noch gemacht und auch das Phantom der Oper von 98, also ob du mal gesehen hast, so einen ultra schlechten Horrorfilm. Moment, ja. Horrorfilm?
Also nicht Musical-Verfilmung? Nein, es ist so ein Horrorfilm. Ja, stimmt. Nein, die Musical-Verfilmung ist ja später gekommen. Die ist ein bisschen später. Die ist dann 2007, wenn es mir recht ist. Ja. Ja. Schönes Musical. Habe ich live in Basel gesehen? Ja, ich auch. Ja, das ist super. Permanent, das ist ziemlich oft gekommen in Basel. Ist lang gelaufen, ja. Das war. The Phantom of the Opera is there. Inside your mind. Ja, und die hure Melodien bleiben drüber hängen. Ja, genau. Florian Schneider damals, der Liestler Florian Schneider hat damals Phantom der Oper gesungen und das sensationell. Ja. Hat es nicht mal so eine Band oder so gegeben, die den Song mit einem Videoclip gemacht hat? Dann auch irgendwie rumgegrenzt mit der Maske. Oder das ist gut mal, möglich. Dass so ein ganzer Videoclip daraus gemacht worden ist. So ein bisschen poppig, glaube ich. Gut, das Thema ist ja oft aufgegriffen worden. Also, da hast du auch in jenster Zeichentrickserie und so immer mal wieder etwas gesehen. Mm. Ich glaube, DuckTales hätte mal etwas gehabt sogar. Gremlins 2. Da gibt es auch ein Phantom. Der, der sich Syrien ins Gesicht tut. Mhm. Also, einer tut glaube ich, Syrien ins Gesicht, dann lacht er. Ja. Und dann nimmt der Gremlin mit der Syrien im Gesicht, nimmt einfach aus dem Nichts nimmt so eine Maske für und hält sich vorne dran. Stimmt. Und dann in der grossen Musical-Nummer, so gegen Ende, Mitte vom Film, die er ja auch auf der Orgel spielen mit der Maske. Ja, ist wahr. Grossartig. Ja, eine von den vielen schönen Anspielungen in Gremlins 2. Opa Monster ist immer noch das Geilste. Ja. Gehen wir zurück zu La Guerre du Feu. Genau. Hast du schon gesagt, dass wir Spoiler vielleicht haben? Also weißt du, für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, ist noch wichtig, nicht Folge fertig hören, wenn ihr den Film noch nicht gesehen und auch noch wollt schauen. Ja. Wenn euch nicht interessiert, dann könnt ihr wunderbar weiterhören. Ja, weil die Chance ist da, dass wir jeden einzelnen Dialog nachschwätzen. Absolut. Ich habe mir da ein paar aufgeschrieben. Ja. Dann habe ich mal ein Problem mit dem Film kaufen. Mit dem richtigen Spruch. Hey, immer so. Ich habe es auch nicht geschnallt. Ja, ich habe den ja müssen auf iTunes mieten. Ja, ich habe ihn gerade gekauft, glaube ich. Oder gekauft? Ich weiß gar nicht. Aber das war nicht viel teurer gewesen, das war mit 8 Stutz oder so. Ja, wie habe ich denn nur gesehen, so, ist glaube ich, Deutsch gestanden. Mhm. Ich so, nein, will ich da nicht auf Deutsch schauen. Und Gott sei Dank habe ich dann nebenbei noch schnell Notizen mir gemacht. Dann habe ich gesehen, die reden ja gar nicht. Das ist ja ganz völlig egal, in welcher Sprache. Also einmal nicht für uns verständlich. Ja. Können wir auch noch dazu, habe ich noch was? Ja. Schauspieler, mein bekanntester Ron Perlman. Auf jeden Fall. Kennt man von Hellboy 1-2, Hauname der Rose schon mal wieder dabei gesehen. Blade 2, Alien, die Wiedergeburt, Drive. Mm. Sons of Anarchy. Ja. Wo noch lange eine von der Hauptrollen gespielt hat. Habe ich eben nie gelacht. Er ist schon eine sehr, sehr prägende Figur gewesen. Ja. Ich wollte eine Dörfbrewe machen wegen dieser blöden Serie. Das hat mich so geflasht. Ja. Aber eigentlich die Serie ist eigentlich nicht wirklich gut. Sie ist schon gut, aber... Doch, ist sie, aber nicht so... Sie ist so Fastfood gut. Ja, mal mehr, mal weniger, finde ich. Aber ich glaube 4 oder 5 Mal gesehen. Ich habe es erwähnt, wenn du so mit Rocco unterwegs bist, also mein Bekanntenkreis kennen so dein oder Anto, Rocco, oder Metallo, der halt auch Dörf hat, da darfst du nie ein böses Wort über die Serie sagen. Ich glaube, die sind alles sowas von eingefleischt. Nein. Also die dann eben wieder eingefleischt sind, die nehmen dann die Serie wieder nicht ganz so ernst. Okay. Etwas hast du noch vergessen bei Ron Perlman, wenn ich das noch erwähnen darf. Er hat auch in dieser wahnsinnig geilen, schönen und das Beast TV-Serie mitgespielt. Und zwar als Beast. Ja, mit der Linda Hamilton. Mit der Linda Hamilton. Haben die das auch gesehen? Nein, ist ein Film, noch nie. Ist es eine Reihe gewesen? Ja. Okay. Aber ich glaube, es ist nur eine Staffel oder so. Ja, ich glaube 1992 ist das, wenn es recht ist. Ich weiss noch, ich habe die Werbung gesehen so dafür im Fernsehen und so, wow, dann müssen wir schauen, geil. Und er hat so herzig ausgesehen, er hat ausgesehen eigentlich wie ein Loi. Ja. Also die geile 80s, auch wenn es 90er ist, 80s Frisur als Loi. Ultra witzig. Ich glaube, das müssen wir mal wieder schauen. Ja, man stellt sich mal vor, Anfangs 90er Jahre, Linda Hamilton, die hat im 91 Grad erst Terminator 2 gemacht. Die ist eigentlich ganz, ganz gross dabei gewesen. Aber die Serie voll abgeschifft. Ja. Also ich kann mich auch ein wenig erinnern, außer eben das geile Beast-Design. Ja. Aber gut, gehen wir weiter. Wer haben wir noch? Wer spielt noch mit? Aret McGill. Geil. Das ist alias Noah. Ja. Yeah. Also der Perlman ist Amuka gesehen. Er ist Wie heisst du? Die haben Namen. Ja. Amuka. Ah. Amuka. Das merkst du eigentlich nur im Abspann. Okay. Ich sagen, Namen hier. Ja, stimmt. Everett McGill als Nao, da kennt man ja, bei Dune hat er mitgespielt. Stilgar hat er geheißen. Alarmstufe Rot 1 und 2. Twin Peaks. Ja.
Twin Peaks, genau, das hast du noch gesehen. Das habe ich mir auch notiert. Und ich habe gerade letzte zwei Horrorfilme geschaut aus den 80er, wo er beide mitgespielt hat. The People Under the Stairs, wobei, nein, das ist nicht 80er, das ist Anfang 90er, von Wes Craven. Ganz eine tolle Rolle. Oder in Silver Bullet, so ein Werwolf-Film. Ja, ja, musst du nicht gesehen haben. Ach. Aber Everett McGill, das ist so ein Schauspieler, wenn du den googelt, also die, die jetzt zuhören und sagen, hä, was soll das sein? Googelt mal den Namen Everett McGill. Ihr kennt ihn alle. Das Gesicht kennt jeder. In irgendeiner Filmserie, der hat so viele Sachen gemacht, oder? Also ich habe da, oder nicht? Oder, er hat mega viele Sachen gemacht, aber ich habe das Gefühl, ich kann mich nie speziell an den erinnert. Auch, ich meine, James Bond, License to Kill, hat er auch mitgespielt. Heartbreak Ridge mit dem Clint Eastwood, der hat auch mitgespielt. Da habe ich zwar den Film nicht gesehen, aber trotzdem, wenn einer eigentlich in so grossen Filmen mitspielt, sollte einem eigentlich im Gedächtnis bleiben. Aber er ist halt schon sehr, sehr stark in den 80er und Anfangs 90er unterwegs. Und nachher ist er, glaube ich, relativ in der Versenkung verschwunden. Also, wenn ihr The People Under the Stairs gesehen habt, dann vergesst ihr ihn nicht mehr. Dort hat er wirklich eine sehr gute Rolle. Fair. Okay. Was haben wir noch? Wir haben noch Drei Daun Chong, alias Ika, das ist die nackige Frau. Mhm. Kennt man aus Phantom Commander noch von 1985. Mhm. Mit Arnold. Mhm. Und der hat sie Cindy gespielt. Aber ich glaube, irgendwie noch der einzige Film, was er noch gemacht hat. Ich glaube, Schins habe ich auch mitbekommen. Der Regisseur hat ihn am Strand gesehen, entdeckt. Am FKK-Strand wahrscheinlich. Nein, ich glaube, also wahrscheinlich in L.A. oder so. Okay. Drinnen sind nicht nackig um. Farbe Lila, Color Purple macht sie auch mit. Ja. Also, ich habe den Namen... Ich es hat noch ein, zwei, aber ihre Liste ist nicht so groß gewesen. Ja, irgendwie in einem von den Poltergeist hat sie auch noch mitgespielt, aber... Ja, gut. Ja. Okay. Und haben wir noch jemanden? Ich habe noch Michael Frangeur. Giant Haste, da ich war Wrestler bei der WCW. Unter dem Namen Loch Ness. Also, er scheint so ein ziemlich bekannter europäischer Wrestler zu sein. Ich denke, den muss ich mit reinbringen, weil er den ein oder anderen Wrestling kennt. Aber ich bin Event-Fan von WCW. Das ist so das Fremde, Komische, so möchte gern. Ist immer so, also in den 90ern ist immer einer so der billige Abklatsch von der WWF. Ja. Yeah. Ich habe mir noch hier Nicolas Cady notiert. Mhm. Weil das ist so geil. Ich meine, wir kommen ja noch dazu. Ich meine, sie spielen ja so Neandertaler. Teils, ja. Ja. Und die bewegen sich halt noch sehr affenähnlich zum Teil auch von den Leuten und so. Ja, oder? Sehr, richtig ja. Die Choreografie ist sehr wichtig im Film. Genau. Und dann Nicolas Cady, hat unter anderem ist er der Ape gesehen aus George aus dem Dschungel. Also er ist dort in diesem Affenkostüm drin gesehen. Oder er ist einer der Gorillas gesehen in Kongo. Was? Also der Mann ist spezialisiert auf Affspielen. Ja, okay. Hättest du jetzt keine echten Affen gehabt im Kongo? Nein, das ist alles. Nein. Nein, das sind alles so weisse Killeraffen dort. Ah, ich war gesagt, in einem anderen Film. Auch irgendwie im Kongo spielt mit Affen. Gorillas im Nebel vielleicht? Wahrscheinlich, ich glaube, das ist... Okay. Ja, sind Dr. Doolittle 2 ist er auch dabei gewesen. Ich frage mich, was er echt dort gespielt hat. Ein Hund. Aber Hund, ey, ganz etwas anderes. Ganz einen kurzen Einblick, dann machen wir gerade weiter mit dem. Jungs, ich habe gerade entdeckt, auf Disney Plus, Sehempfehlung, gibt es da Zotti. Zotti hat er geheißen. Kennt ihr das noch? Das ist der Hund... Das ist immer mit einem Bobtail, mit einem Langhaarhund gemacht. Und auch immer tut sich irgendjemand ist plötzlich im Körper von diesem Hund drin. Ja. Und ich habe heute einen Ausschnitt gesehen davon durch Zufall. Das ist so geil. Zotti, das Urviech. Ja, genau. Und dort ist Richter, der drin ist. Und die Hälfte von der Zeit ist einfach so in kurzen Schnitt, ist nicht ein echter Hund, sondern ist einfach ein Typ. So ein Hundekostüm. Das ist so geil. Es gibt einen Ausschnitt, da haut er als Hund einen Fust. Alter, das ist so lustig. Also, wenn ihr mal wirklich Lust auf Trash habt, gönnt euch Zotti das Urvieh. Ja, das ist früher noch immer so am Sonntagmorgen gelaufen. Genau. Da haben sich das Zeug reingezogen. Das ist super. Dann ist der Dudu noch gekommen. Und der Herbie natürlich. Dudu ist so der deutsche Herbie gesehen. Flippo. Flippo. Ist der Dudu deutsch gesehen? Der hat doch immer in Portugal gespielt. Für mich war es deutsch, aber ich glaube nicht. Ich glaube, du hast schon recht. Filme haben immer in Portugal gespielt. Aber? Ja.
Also einmal die zwei, drei, die ich mich jetzt gerade mal erinnere. Müssen wir mal im Original schauen. Ja. Ja, aber Portugiesisch ist noch. Das ist noch schwierig, du. Du dusch. Okay. Ja. Also, um was geht es eigentlich in La Guerre du Feu? Story! Im Film geht es eigentlich um eine Gruppe, Homo sapiens. Das ist alles seit 80'000 vor Christus. Mhm. Die in einer Behausung wohnen, also in einer Höhle, und die haben ein Feuer, wo es halt üblich ist eigentlich. Aber das ist halt so, dass das Feuer verlieren sie, also es geht aus bei einem Übergriff von Neandertaler. Mhm. Und das ist aber eben schon die Gruppe, das sind eigentlich Homo sapiens. Und die anderen sind Neandertaler. Mhm. Und ja, das Feuer geht aus, schlussendlich. Und da gibt es eigentlich so eine Trooper-Gruppe, wo dann findet, wir müssen eigentlich jetzt ein neues Feuer halt holen, weil es ist wichtig für die Überlebung. Die können also nichts selber herstellen. Das hat man damals eigentlich nur gefunden durch einen Waldbrand oder Blitzeinschlag etc. Mhm. Da sind halt in die weite Welt rausgegangen, zu dritt, viert, und haben eigentlich Feuer gesucht, weil sie es glüht, wo sie eigentlich so in so einem Lederbeutel dann immer drin hatten. Ja, immer so eine Grundflamme, genau, hat sie eigentlich gehabt. So mit Moos, und dass es schön drinnen weitergeliert. Und ja, haben dann eigentlich dann so ein bisschen Abenteuer erlebt, immer wieder andere Neandertaler, es ist viel bekämpft worden, und dann eigentlich schlussendlich haben sie das Feuer gefunden, haben sie dann auch zurückgebracht, und schlussendlich dann eigentlich auch selber gelernt, Feuer herzustellen. Und wie gesagt, es ist eigentlich, gibt's zwei Spezies, das ist eben einerseits die Homo sapiens, das ist die Gruppe, die eigentlich Hauptgruppe ist, da gibt es noch eigentlich alle Bösen, das sind Neandertaler, und eine Gruppe, die man noch sieht, das sind dann auch Homo sapiens, aber die scheinen so lutherisch zu sein, dass die ein bisschen weiterentwickelt sind. Ja. Die moderneren Menschen. Das sind die, die ja auch das Feuer können dann selber genau machen. Genau. So. Da hat auch mal so einen Ding gebracht, so einen Satz, dass man das, wenn man die Gruppe, die Neandertaler, die schlechten Homo sapiens, die besseren, wird auf eine Karte anmachen, um sich das vorzustellen, dann wären eigentlich die Homo sapiens, die ein bisschen zurück sind, die Schotten. Kenianer waren die weitergebildeten Homo sapiens und Neandertaler natürlich die Deutschen. Das ist so sie. Ah, okay. So kann man sich das vorstellen. Okay. Heutzutage gewagt. Nicht mehr so nachvollziehbar, aber okay. Ja, gut, das Französische. Ja, wie? Non. Ja, okay. Wie habt ihr den Film gefunden? Spike? Also, eindrücklich. Vor allem, also am Anfang habe ich gedacht, oh, was ist das jetzt wieder für eine Hausaufgabe, die wir hier bekommen haben. aber man muss sich wirklich ein bisschen reinschauen, man muss sich daran gewöhnen, gerade eben durch das, dass kein verständlicher Spruch da ist. Aber eben, wenn du mal ein bisschen drin bist, gerade durch den physischen Ausdruck, den sie haben, ist das eigentlich wirklich, wirklich clever gemacht, ohne zu reden. Hat jeder eigentlich einen eigenen Charakter, den er einfach physisch darstellt. Und man erkennt auch wirklich die Unterschiede und auch Gefühlsregungen. Und Unterschied vor allem eben auch, ich habe mich jetzt nicht so als verschiedene Spezies, sondern als die verschiedenen Stämme aufgeschrieben, weil zum Teil ist es ein bisschen verschwommen. Am Anfang sind es so die wirklich Affenmenschen, dann hat es einfach ein bisschen die grösseren, rabiateren Menschen. Und dann hat es die gehabt, wo dann eben technisch ein bisschen weiter gewesen sind. Aber da hast du mega Unterschied zwischen denen gemerkt. Ist dir der Stamm aufgefallen, wo eigentlich alle so rothörig gesehen sind? Ja. Alle gross. Das ist, glaube ich, am Gesamt gesehen. Und der ist gespielt worden ausschließlich von Wrestlo. Ja, das war der ganz grosse, wo er dann irgendwie der Körper gespalten worden ist, glaube ich. Oder so. Meint es. Ja. Muss fast. Eben so der ganz grosse Bösewicht. Ja. Nein, eben es ist recht eindrücklich gesehen, und es hat mich mega gewundert, dass ein Film eigentlich wirklich eine Geschichte kann erzählen kann, ohne Wort. Das ist wirklich, wirklich eindrücklich. Ich finde es auch mega mutig, dass man den Film überhaupt gemacht hat, dass man den Film so gemacht hat. Und wenn man das vorher jetzt eigentlich erzählt hat, hätte ich nicht gedacht, dass das am Schluss so gut aufgeht. Aber es ist recht gut aufgegangen. Vor allem jeder von denen, gerade von den Hauptcharakteren, jeder ist wirklich sehr prägnant gewesen. Und auch von den anderen Stämmen, obwohl sie alle ein bisschen ähnliche Tupé und so weiter hatten und ein bisschen ähnlich angezogen sind, du hast wirklich praktisch jeden vom anderen können unterscheiden. Das ist wirklich clever gemacht gewesen. Der Spruch, es gibt also zwei Sprachen am Film eigentlich.
Der eine Spruch ist von irgendeiner Völkergruppe, ich weiß nicht, weil du weißt nicht genau im Film, welche das jetzt siehst. Mhm. Ist eine Völkergruppe, die haben untereinander ein Dialekt geredet, Jeans, wo irgendwie von Neuseeland gekommen ist. Mhm. Von einer Urgruppe. Die haben untereinander auf so geredet gehabt. Ich habe aber keiner gewusst, was sie reden. Und dann hat es noch eigentlich die Hauptspruch gegeben, und das ist eigentlich ein Spruch gewesen, der extra für den Film konstruiert worden ist. Und zwar vom Schriftsteller Antoni Burge. Also, kennen die den? Nein. Der hat ein Buch geschrieben, eine Vorlage für einen bekannten Film. Ein kleines Quiz. Geil, spannend. Also, wie heißt der Autor nochmal? Sorry. Autor heißt Antoni Burge. Mhm. Burges. Ah, und, Burges. Burgess. Ja. Ein dystopischer Film von 1971. Was für ein Film? Also ein bisschen Dystopie. Aha, Zukunftsdystopie. Okay. Jawohl. Haben wir das schon mal gesehen zusammen? Zusammen nicht, nein. Okay. Ich habe jetzt gerade überlegt, weißt du, wie der Autor von Soylent Green geheißen ist? Ich habe gerade 1971 kann ich ja gerade. Nein. Dystopiefilm. Ah, blöd! Burgess, doch natürlich. Clockwork Orange. Genau, von St. Kühl. Ist es sogar ein Shirt da? Ich kenne den Namen. Genau. Okay. Ja, ich habe das gelesen, also Clockwork Orange, nur wegen dem letzten Kapitel. Weil das ist ja alles ein bisschen wie im Film, mehr oder weniger. Ja. Aber es gibt einfach noch ein Kapitel mehr, wo halt im Film nicht vorkommt. Ah. Das ist ein Bingo. Wir sind heiß. Hey. Wir haben ja gleich unser Quiz. Oh ja. Der Samstag. Ist das schon der Samstag? Ja, der 8. Ja, doch mal. Wir müssen warm werden, weißt du? Ja. Also, die Frage darf jetzt nicht mehr kommen. Ja, der Rest recht. Ja, gut, ja. Ich habe eigentlich schon ganz viel gesagt, was ich auch wirklich sagen kann, was ich noch spannend finde. Ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, das wird so ein bisschen artsy-fartsy-Film. Mhm. Weißt du? Eben kein Spruch, kein nichts. Und dann denkt so, das wird. Aber eigentlich ist er sehr Hollywood-esk gemacht, auch mit den verschiedenen Abteilen, also weißt du, die verschiedenen Akte vom Film. Er hat unheimlich viel Witz, da habe ich gestaunt. Ja. Es hat mega viel wirklich lustige Komik, also so Situationskomik, die ich mega cool fand. Steierverschädel und alle finden es lustig. Der Blüte so. Genau, wie der Mel Brooks Film, oder? Wo so ist ja Singen erfunden worden, dass sich immer Stein auf die Füße hauen. Ja, ja. Nein, und was ich auch gefunden habe, ist richtig gute Special Effects. Zum Beispiel, relativ am Anfang flüchten sie doch vor Säbelzahntiger. Also ich weiß nicht, ich habe die sau geil gefunden. Die haben mega gut ausgesehen. Also die haben glaube einfach irgendeinen Lux genommen und haben dann irgendwie noch, ich weiß nicht, also vielleicht ist das ja irgendwie so. Also es hat mega gut ausgesehen. Auch später kommen ja dann noch die Mammuts. Klar, sind es Elefanten gesehen mit so Fell drüber. Ja. Aber es hat gut ausgesehen. Hast du gefunden, das war für mich ein Minuspunkt. Wirklich? Nein, die Mammuts habe ich jetzt recht mühsam gefunden. Also die habe ich jetzt... Nein, für den ganzen Rest von der Kulisse habe ich jetzt gefunden, sind Mammuts wirklich ein paar Stufen unter diesem Niveau gesehen. Ja, nein, doch habe ich so empfunden. Und es gibt doch noch am Schluss gibt's noch so einen Kampf mit einem Bär. Am Anfang schon. Am Anfang, stimmt, ja, aber dann am Schluss ist da. Und der ist auch sau gut. Der ist Großteil ist ein echter Bär gewesen, aber dann in den Aufnahmen. So auch sau gut gemacht. Ja, der ist wirklich gut gewesen, das ist so. Die meisten Szenen sind in ein Take gedreht worden. Und nachträglich ist Postproduktion eigentlich kein optischer Effekt gemacht worden. Ah, was? Ja. Also keine Filter und so, nichts? Nein. Wow. Also es ist wirklich, ist auch wahnsinniges Licht. Das ist ja nicht nur in Kanada gedreht. Gewisse Teile sind ja auch in Afrika gedreht worden. Ja. Ich weiß leider nicht wo, aber irgendwo habe ich das gelesen. Aber unheimlich tolle Landschaften. Mhm. Wirklich ein grosser Kinofilm, oder? Also puh. Und überhaupt nicht, ich finde, er wirkt überhaupt nicht so altbacken. Nein. Nö. Ich finde, da kann man jetzt heute wirklich noch schauen, ohne den Nostalgiefaktor, sondern der funktioniert immer noch. Ja. Die Piraten in Neandertal haben wir noch notiert. Es steht am Schluss gegen den Bär. Kommt einer so hinter einem Baumführer und macht so Arrrr! Das ist so geil gewesen, der Piraten in Neandertal. Der hat jeden Morgen scheint es 5 Stunden gebraucht für ihre Maske. Außer der Ron Perlman. Und außer die Frau. Die Frau ist schon eigentlich nur angemalt, nackt.
Ja. Ja. Und ist permanent ins Sommer gelaufen nackt. Also, mhm. Auch wenn sie nicht gefilmt hat. Okay. Um in dieser Rolle zu bleiben. Ja, mein Gore-Effekt hat es auch ein paar drin gehabt, die auch gut gemacht waren. Ja. Ich meine, der eine Arm, den sie einen abgetrennt haben, eben dem Kollegen von ihr, um dann bröteln und essen. Mhm. Also die haben ja dann einfach so geschiebelt und dann gemampft. Und auch wirklich dort Armstumpf super gemacht, sie hat Prothesen sehr gut gemacht. Und halt eben der Bärenkampf, auch dort die Verwundungen vom Neandertaler, vom Homo sapiens, auch sehr gut gemacht gewesen. Ja. Wirklich, also, aufgestochene Menschen hat es ja auch gegeben. Ja. Also wirklich gute Effekte. Also, also da hat wirklich wieder mal jemand mitgeschafft, der sein Handwerk versteht. Ja. Und ich habe mir auch noch aufgeschrieben, also die ganze Optik des Films hat mich jetzt eigentlich sehr stark an eine Doku erinnert, nur dass diesmal halt einfach mehr physisch gespielt worden ist und dass du einfach nicht noch eine Erzählerstimme gehabt hast. Ja. Es gibt so viele so Neandertaler, Homo sapiens Dokus, die ähnliche Kerben schlagen, optisch. Mhm. Aber da muss halt einer die ganze Zeit erzählen, was jetzt gesehen ist. Mhm. Das war jetzt hier nicht der Fall. Macht's noch einmal speziell. Das Männchen begattet und gleich das Weibchen. Ja. Hat übrigens auch einen Oscar gewonnen für das beste Make-up. Ja. So. Ja, 83 Jahre später. Ja, du. Und das ist ja noch witzig, dass der Bühnenbild noch, der hat sich Milzbrand eingefangen. Weil dort während der Arbeit mit dem Film hat mit unbehandelten Tierfällen hantiert. Ui. Der hat einen Milzbrand bekommen. Oh, das ist nicht lustig. Und ich weiß gar nicht was. Also ich kenne den Ausdruck, aber ich könnte es dir nicht erklären, was Milzbrand bedeutet. Anthrax ist ja, glaube ich, ja, okay, ja, okay. Aber weißt du, was es bewirkt? Ich weiß es. Hoffentlich los kein Arzt zu. Dann denkt er so, ah, ihr Trottel. Ja, wieso, wenn der zulässt? Dann denkst du, ja, jetzt ist mein Medizinstudium nicht umsonst gewesen. Ich weiß etwas mehr als die Trottel. Ja. Ich glaube, den Puschle und so kriegst du auch. Die mich übel. Ah, nicht für mich. Das war ja der erste Film von Ron Perlman, sein Filmdebüt. Stimmt, ja. Ich glaube sogar, es gibt noch einen anderen Rekord in diesem Film. Ich glaube, das ist das erste Mal, wie soll ich das denn echt ausdrücken? So, das erste Mal, da sieht man den ersten Fellatio von der Menschheitsgeschichte. Also man sieht es nicht, aber es passiert. Habt ihr schon mal einen Film gesehen, der vor dem spielt und ein Blowjob passiert? Nein, oder? Das sind die Dinge. Gar nicht, wieso ich mich genau auf das achte. Das war ja auch noch lustig. Wenn, der Unterschied zwischen der vorgeschrittenen Gesellschaft und so, sie, die ja eigentlich in der vorgeschrittenen Gesellschaft war, was hat sie ihm vor allem beizubringen? Die Missionarstellung. Genau. Ha. Ja. Sie sind noch nur von hinten. Ja. Das hat nicht schon, dass sie noch wirklich ein Stück Fall gehabt. Und das ist ja effektiv, wenn sie grenzt sind, einfach gerade alles gesehen. Ja, ich auch. Amigs aussehentlich ein paar. Die Frauen, die an Bach gehen, sich gucken, sie und rein trennt hinten an, weil das ihre Arsch sieht. Ja, gar rätselt ein bisschen. Das waren einfache Zeiten gesehen früher noch. Ziemlich, ja. Ja, und Anwälte und Gericht hat es noch nie gegeben. Nein. Der Ron Perlman und der Everett McGill, die haben eine Frierungsscheins erlitten, weil sie kalt hatten. Weil sie nur in ihren Stück Fälle rumgerannt sind. Okay. Ja, und Barfuß halt auch die ganze Zeit, oder? Ja. Ich habe die Szene so geil gefunden, wo Ron Perlman, der hier noch mehr im ehemaligen Fußballspieler und Ikone vom FCB tut, sehr, sehr gleiche, ich nenne jetzt keine Namen, wo er tut so Früchte stapeln. Das ist so eine geile Situation. Also, völlig einfach, aber es ist so gut gemacht. Weil immer, wenn er eine Frucht nimmt, auf sie mit seinen Armen hebt er die Frucht, immer wenn er eine nimmt, geht ihm eine ab. Und dann nimmt er wieder eine und dann geht ihm zwei ab. Und das geht irgendwie so eine halbe Minute. Und das ist sau cool gewesen. Also, es ist sehr nett, also einfach Humor. Aber gefällt mir. Das ist wirklich sau herzig gewesen. Wie findet ihr eher so generell die Tierszene? Weil das ist immer so ein bisschen. Umstritten. Gut, ich meine, der ist jetzt halt auch schon älter. Heute müssen wir das anders machen. Aber es sind wirklich echte Tiere gewesen. Und ich weiß nicht, welche Dings ich gesehen habe. Es gibt, ich glaube, das ist die Version von England, also die englische Version. United Kingdom. Die ist 8 Sekunden gekürzt. Weil, ich weiß nicht, ob das gesehen haben, am Anfang greifen Wölfe die Höhle an. Ja. Und irgendwie fliegt ein Stock, und ich weiß nicht, ob es gewollt war, aber der Stock fliegt genau auf den Wolf. Und da brennt noch der Stock. Der Wolf rennt weg und rennt dann wieder um und er brennt am Rücken.
Ui, nein, das habe ich nicht gesehen. Das ist ja gerade so eine Szene, wo ich gedacht habe, so, oh, das war wahrscheinlich nicht gerade gewollt gesehen. Nein, definitiv nicht. Und die ist rausgeschnitten auch, in der englischen Version. Ja, dann habe ich die gesehen. Also ich kann mich nicht an das erinnern. Ja. So weisse Wölfe gesehen. Ja, das schon, ja. Aber nicht, dass einer brennt hat. Ja, also, du hast einfach gesehen, das Fall hat nicht viel gefangen, er rennt ein bisschen rum, kurz. Ja, also ich glaube, das ist allgemein schwierig. Also mit dir. Aber weißt du, dann denkst du so, ja, auch die Elefanten, schrägstrich Mammuts, oder? Die sind irgendwie aus einem Zirkus oder so gesehen. Ich glaube, ganz ehrlich, die haben wahrscheinlich die schönste Zeit für ihrem Leben, haben sie mit dem drei gehabt. Ja, sie haben einen Fell auf dem Rücken gehabt. Aber sie haben wenigstens mal in der Freiheit rumgewackelt, anstatt in irgendeinem scheiß Wagen oder mit einem Trottelzirkus rumreisen. Ja. Ist gerade für mich besonders also als großer Tierfreund oder, schwierig immer, das stimmt. Aber du bist ja nicht dabei. Also weißt du weißt nicht, wie es dort hinter Kulisse geht. Vor der Kulisse habe ich jetzt nichts gefunden, wo ich gefunden habe, oh, das kannst du es aber nicht bringen. Ja. Da finde ich schwieriger nur schon in Filmen, wenn sie amix echte. Echte zum Beispiel Kakerlaken von Trampen oder so etwas. Denke ich immer so, ey, das machen sie dann auch wieder, weißt du? Aber für mich auch nicht in Ordnung. Auch wenn sie durch Kakerlaken sind, das gleich lässige Tier, die gleich gute Lobby hat wie ein Elefant wahrscheinlich. Ja. Das ist so geil. Kennt ihr den Film Arachnophobia? Großartig, Jeff Daniels und so. Ganz, ganz ein toller Film. Und es sind ja auch, jetzt auch echte Spinnen. Ja. Aber ich habe ein Making-of dazu gesehen, die haben sich so mir gegeben. Die Spinnen, die haben es schöner gehabt als Schauspieler. zum Beispiel gibt es eine Szene, wo eine vertrampt wird, eine Spinne. Und ja, dass er so trickst, der sie trampt, der hat einen Schuh angehabt, mit einem, der ist einfach unter hohl gesehen, mit Schaumstoff. Also, der hat eigentlich quasi nur, wie wenn du einen Becher über eine Spinne tust, so gemacht. Und dann haben sie einfach einen Schnitt gemacht und dann einfach so eine bereits tote Spinne, die schon tot war, dort angelegt. Man sieht dann, glaube ich, dass es nicht die gleiche Spinne ist. Ja. Und einfach so Kleinigkeiten. Also, die haben sich mega Mühe gegeben, dass es sich wirklich keine Verletzungen oder Tötungen gar gibt bei diesen Spinnen. Okay. Und finde ich mega cool. Und ich glaube, das ist heute auch Standard. So in Hollywood, da ist ja immer. Da sind immer noch sind so Tierschutzbeauftragte vor Ort, sobald Tierszenen sind, zum abchecken, hey, ist das okay? Ist das Tier, wenn nicht gerade gedreht wird, ist das nicht irgendwie in der Sonne, in der Pralle, hat es drin gegessen, bla bla bla. Aber ja, gut. Das war eine andere Zeit gesehen. Ja, zum Teil, glaube ich, hat es vermutlich auch eher noch einen praktischen und finanziellen Hintergrund. Und nicht einmal Tierliebe, sondern einfach, dass man den Shitstorm von Peter und so weiter und so fort einfach möchte umgehen und da nicht noch. Möchte Ärger einhandeln. Genau. Gut, wenn es das bewirkt, dann ja, gut so. Ja, also ich meine, mich stört es überhaupt nicht, wenn man in einem Film etwas mit Tieren macht, weil Tiere kommen ja überall in unserem Alltag eigentlich vor, sei es jetzt als Haustier oder wenn man etwas wirklich zeigt, keine Ahnung, wenn jetzt einer wirklich quer durch Afrika oder Australien reist, also da gibt es Tiere. Ich finde das auch vom Pädagogischen her noch interessant, dass man auch den Kindern das mal so ein bisschen zeigt. Aber es kommt halt immer darauf an, dass, wie man mit den Tieren umgeht, dass man auch anständig mit ihnen umgeht. Ja. Weil wer schon mal Tiere gehabt hat, auch Haustiere, der weiss, man kann mit Tieren arbeiten und zwar auch so, dass es dem Tier dabei gut geht. Oder sie machen es wie bei Zotti das Urviech und dann einfach so ein Typ mit so einem Hundekostüm. Das ist so gut, das macht den Film gerade viel besser. Ja, oder man bucht Andy Serkis und der spielt sowieso jedes Viech. Oder eben der von diesem Film hier, wie hat er geheißen? Der Nicolas Gaddi. Oder Nicola Gaddi. Ja. Genau. Was gibt es da für Szenen, die wir besonders rausgestochen haben? Ich finde die noch schön. Wo er die Hauptfigur, wo er so den Liebeskummer hat. Er tut sich auch nach ihr verlangen. Verliebt sie plötzlich weg ist wieder. Und genau, und er da im Stroh, wo sie vorher drinnen gelegen ist, so im Stroh tut, so wie in den Filmen, wenn sie am Küssi den schmecken. Oh, oder das Parfüm von ihr. Und er tut da im Stroh nach ihr. So. Das habe ich mega schön gefunden. Irgendwie. Das ist herzig irgendwie. Weil du hast auch gemerkt, und das habe ich recht gut gespielt, eben, du redest halt nicht über Liebe oder so, oder? Und es wird ja auch klar dargestellt, das ist nicht Liebe in dem Sinn, sondern es ist, jemand buckt sich und da kommt jemand von hinten. So in dem Stil, oder? Und ja, es ist wirklich so, wie es dargestellt, oder? Das ist, denke ich, durchaus realistisch.
Und dort ist halt wirklich so ein, ein Liebesding. Und er weiß gar nicht, was um ihn geschieht. Ja. Also du fühlst richtig, er weiß gar nicht, was er jetzt hat. Oder? Jeder andere sagt, oh, ich bin in Liebeskummer. Und er weiß gar nicht, was passiert. Es tut ihm weh. Und das habe ich recht gut gemacht gefunden. Das hat mir sehr gut gefallen. Hey, ich habe mir auch den Satz notiert, dass der Film eben versucht, sehr gut die Komplexität von einer primitiven Kultur darzustellen. Wirklich. Ui, wie lange hast du denn den Satz geschrieben? Hey, der ist mir zugeflogen. Der ist mir gerade Anfang des Films zugeflogen, der muss aufgeschrieben werden. Ja. Oh, ich habe leider nicht auf Aufnahme gedruckt. Dann musst du noch mal. Ja. Nein, es ist wirklich so. Eben, sind wir wieder bei dir, oder? Dir unterscheiden sich vom Mensch, weil sie einfach nicht können reden, können nicht den Liftknopf drücken oder können nicht auf Amazon irgendetwas bestellen. Du Zottikas. Ja, aber trotzdem auch bei einem Tier oder in dem Fall jetzt halt eben bei einer primitiven Kultur. Da sind Gefühle möglich, da sind Bindungen möglich. Ich meine, sonst hat es gar nicht erst das gegeben mit den verschiedenen Stämmen. Ja. Und da zeigen sie auch eben, die verschiedenen, die haben andere Fähigkeiten. Der Ron Perlman, der riesen Heini, der einfach eh immer zuvorderst steht, wenn es darum geht, irgendwie mal einem auf die Nuss zu gehen. Ja. Dann haben sie aber zum Beispiel auch hier ihre Feuerwächter bei ihrem Stamm, der glatzköpfige Tubeli. Und eigentlich, das habe ich etwas vom Geilsten gefunden. Der ist ja wirklich so clever und tut beim Angriff, was am Anfang angegriffen werden, er tut das Feuer beschützen und geht noch durch den Hinterausgang da, quält sich durch die Höhle durch und so und beschützt das Feuer. Landet dann mit dem Feuer aber im Wasser, der Tubel. Ja. Ja, und ja. Ganz am Schluss, sie haben endlich wieder Feuer und genau der latscht wieder durchs tiefe Wasser und du denkst dir, Moment, er hat etwas gelernt, nein, er hat nichts daraus gelernt, super. Das ist für mich komödiantisch, eines der Highlights gewesen, wie so, es ist ausgegangen, ja. Scheiße und alle anderen so, Kann es sein, dass der eigentlich so als Stammesälteste dargestellt wird, weil er hat ja eine Glatze. Das ist schon ein Ausfall, das schon alt ist. Ja, Entschuldigung. Ja, gut, ja, vielleicht als Älteste, aber sicher nicht als Weiseste. Ich bin auch nicht der Älteste und habe die wenigsten Haare. Jetzt bist du baff. Jetzt bin ich baff. Gut. Ja, also, was mir auch gut gefallen hat, sind die noch richtig aussehen wie Affen. Sind jetzt das sind jetzt Neandertaler? Alle anderen sind eigentlich die anderen da. Okay, aber es hat ja welche gegeben, weißt du, die menschlich ausgesehen haben. Mhm. Und jetzt welche gegeben, die wirklich einfach wie Affenmonster ausgesehen haben. Die habe ich geil gefunden. Die haben mir richtig Angst gemacht, ich sag's euch. Also Angst. Ich glaube, ziemlich gore gesehen die ganze Zeit. Ja, ja. Also der Überfall, die sind abgegangen, die Affen. Ist wirklich abgegangen, ja. Und das ist halt einfach so eine. Sie haben halt keine Schwerter, weißt du, so ein Zeug, sondern einfach Stöcke, sie haben Steine, die sie sich an den Kopf hauen und so. Mhm. Yep. Ist halt sehr rudimentäre Gewalt, sehr rohe Gewalt. Ja, genau. Und das haben sie schön eingefangen, ohne jetzt zu effekthascherisch zu sein. Das ist kein Gore-Spektakel. Also für die Leute, die jetzt sagen, oh geil, das ist es nicht. Mhm. Aber es hat einfach so pointierte, passende Momente, wo es einfach halt so muss auch sein. Ja. Ja. Genau. Ja, sonst? Was hat uns nicht gefallen? Vielleicht reden wir mal. Wir haben jetzt wirklich viel über Sachen geredet, die uns wirklich gut gefallen haben. Aber es gibt ja auch Sachen, die vielleicht nicht so lässig gesehen sind. Gut, eben, das mit den Mammuts habe ich gesagt. Die haben mir jetzt nicht gefallen, wie sie gemacht sind. Also, er hat mir jetzt gesagt, dass dort echte Elefanten drunter gesehen sind. Hätte ich jetzt so nicht erkannt. Ich habe jetzt wirklich gemeint, die haben da einfach irgendwie so ein Gerüst zusammengestellt und Fell drüber. Ah, wirklich? Ja. Das haben wir so zuerst unsicher gesehen. Ob das jetzt irgendwie wirklich ein Elefant ist im Dings oder ob das jetzt einfach, wie gesagt, so ein Gerüst ist, wo einfach der Kopf ein bisschen ist, bewegen. Ja, habe ich aber ich meine, spätestens dort, wo er da mit dem Rüssel noch etwas im Griff, dann merkst du, das ist... Ja, also von weitem, wenn sie laufen. Also, eben, der Film ist von wann? Von 81, dort hätte man auch schon können. Okay, fair. Ja, Star Wars ist da schon gelaufen. Und Pantas hat es jetzt schon gegeben. Ja, gut, aber ich meine, AT-AT oder so ist natürlich schon nicht. Ist auch ein einfach. Also einfach, ist halt. Ja, halt eine Maschine. Ich meine, Pantas, das sind die auch sehr, sehr. Fällige Wüstenviecher, wo die Sandmenschen. Ja. Sandmenschen? Ja.
Die sind mit denen rumgelaufen. Ah, ich habe etwas ganz anderes gefunden. Ich meine die vom, ich meine die Tautaus. Tautaus, die sind von Hot. Genau. Ja, nein, ich meine auf einem anderen Planeten. Ja, nein, ich meine von Tatooine, die Tautaus, wo mit ist klar. Nein. Unterwegs sind. Ja, ist klar. Banta-Foto. Ja, zum Beispiel, ja. Mhm. Okay, gibt es so schnell etwas vor? Also ich meine, der ganze Film insgesamt hat wenig tief gegangen von der Geschichte. Jetzt, ich meine, es geht einfach darum, ein Feuer zu suchen. Ich habe schon diverse modernere Filme gesehen, was am weniger gegangen ist. Also tatsächlich. Und auch schon einige in unseren Hausaufgaben folgen. Eigene Filme auch eingeschlossen. Also, das weiss ich nicht. Ja, nein, das finde ich jetzt eigentlich nicht. Ich finde, klar, es finden keine Gespräche statt, es finden keine Tiefgründe. Aber es hat durchaus tiefgründige Gefühle. Hat es schon, ja, hat es schon. Weißt, es geht wirklich ums Überleben. Liebe kommt vor, Eifersucht kommt vor, Hass kommt vor. So ein bisschen Grundelement, wo du Mensch zu Mensch machst. Berechnung von der Evolution kommt eigentlich auch vor. Ja, weil im modernen Stamm hat sich dann der Everett McGill gefangen genommen. Mhm. Und dann schickt es mir eine von ihren Frauen rein, damit er sie dann begatten. Eine, stimmt, und, die hocken doch aussen alle auf der Stange. Mhm. Und die schauen alle zu. Ich meine, das ist die, die nächste, die reingeht. Weißt du, so eine Warteschleife? Haufen davon sind aber, glaube ich, auch Männer gewesen. Und ich habe es so interpretiert, als ja, wir sind zwar schon schlau, aber der ist jetzt einfach um einiges kräftiger als wir. Komm, jetzt geben wir doch eine von uns eine Frau und dann bekommt die dann einfach auch ein ganz starkes Kind und dann haben wir doch wieder einen starken Beschützer. Eigentlich der erste Kampf gegen Inzest. Ja, also eigentlich ist ein Gamepool. Ja, das ist wichtig. Genau. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wären wir alle, sind wir ehrlich, wenn du so ein bisschen schaust, wie sich die Menschen entwickelt hat, hätte man vielleicht öfters müssen den Genpool mischen. Monarchie hat man ja abgeschafft. Das Problem haben wir jetzt. Ja, ja, aber siehe Idiocracy, eine andere Folge von uns. Nicht unbedingt zu. Nein, aber eben, das ist halt auch vorgekommen. Und auch eben so die verschiedenen, wirklich ganz primitive Techniken, die man damals schon kennt, zum einen das Feuer machen, die das Feuer hatten. Man hat ja auch gesehen, wie sie von ihren Speer die Spitze im Feuer angeflammt haben, dass die härter werden. Mhm. Also da ist durchaus auch schon eine gewisse rudimentäre Intelligenz mit dabei gewesen. Und sie haben Töpfe gehabt. Keramik. Ja. Das ist noch so eine... Ja, die anderen haben keine Töpfe gehabt. Nein. Schön, wenn man Töpfe hat. Ja. Schon? Ja, besser als ohne. Wo trinkst du das Bier sonst? Hey, also trinkst du das Bier aus dem Topf? Also wenn dort jetzt schon einer ein Bier gehabt hat... Ich habe Aluminiumblase gehabt. Okay, fair. Ich habe mir noch notiert, dass ich, und das ist mir wirklich so ein bisschen vorgekommen, mir ist schon nur ein Mühe zu lang gewesen. Ja. Und zwar, ich finde, es hat wirklich eine tolle Abfolge gehabt. Es ist nicht gesehen, dass ich mich irgendwie gelangweilt habe oder so. Mhm. Aber wenn wir jetzt diesen Film einfach so vielleicht 10 Minuten. Und mit 10 Minuten meine ich jetzt nicht einmal die ruhigen Momente, sondern eher von mir aus noch ein Kampf weniger oder so. Weil sie haben ja gegen 100 Stämme gefühlt immer wieder mal einen Kampf. Zum Teil wichtig für die Geschichte, zum Teil sind halt einfach dort im Weg gestanden, blöd gesagt. Ja, gut, die einen kämpfen sie ja mindestens zweimal. Genau. Und eben das hat man von mir aus wirklich noch ein bisschen minimieren. Ja. Oder die Reisezeit. Oder sie sind ja auch relativ viel unterwegs. Man hat schon von der Landschaft etwas gesehen, aber gerade dort, wo sie unterwegs sind, hast du vielmal die ähnliche Landschaft gesehen. Das hat es dann wieder ein bisschen eintönig gemacht, finde ich. Also eben, ich denke, rein, wenn man nur 10 Minuten den Film kürzen dann hat er so eine schöne Dramaturgie, so einen schönen Flow. Mhm. Ich weiß gar nicht, hat sich jemand notiert, wie lange er geht? Nein, das habe ich mir jetzt nicht notiert. Oh, kommt gerade. In der Zwischenzeit mache ich aufmerksam auf unsere anderen Folgen, falls ihr die noch nicht gehört habt. Weil auch für nächste Woche wird es wieder eine Hausaufgabenfolge geben. Die geben wir euch am Schluss. Und dann wäre es ganz, ganz wichtig, wenn ihr noch nicht gesehen habt, dass ihr noch schauen könnt, damit wir euch, damit wir uns nächste Woche auch wieder zuhören können. Haben euch die Pause gut überbrückt? Haben das? Hast du super überbrückt? 1:40. Voilà. Ja, aber schau, genau, wenn das 1,5 Stunden gewesen wäre, dann wäre perfekt. Das sind nicht 10 Minuten, die für mich... altbackene, sich durchsetzende 1,5 Stunden Format.
Und wem würdet ihr jetzt den empfehlen? Findet ihr, das ist ein Film, den jeder mal schauen kann? Oder man kann schauen? Können wir schon, ich denke, dass viele sich nicht so einleben können in diesen Film. Denke ich jetzt mal. Weil er alt ist? Meinst du das? Oder sich alt anfühlt? Zum einen und zum anderen einfach, weil. Ich habe einen speziellen Film. Absolut. Es wird nicht geredet. Ich glaube, die meisten hocken einfach dort und denken so, ja toll, soll ich jetzt nicht zuschauen? Weißt du, musst schon ein bisschen in die Geschichte reingehen. Ja. Sonst ist es wirklich einfach nur ein bisschen primitives Gebumse, Gehacken und irgendwie die rennen um und suchen irgendeinen Feuer. Toll. Gut, fairerweise, du hast ihn jetzt eigentlich gerade super verkauft. Das ist wahrscheinlich für sehr viele Zuhörer, ist das genau das, was sie wollen. Nein, aber ich finde eigentlich, dass man da wirklich fast restlos, also vielleicht nicht gerade der, der sagt, oh, Woody Allen über allem, ist das vielleicht der falsche Film. Also ich denke, das ist jetzt definitiv ein Film, den man schauen kann, wenn man in der Stimmung ist, zum eine Doku zu schauen. Mhm. Wo man aber auch wirklich die Doku wirklich will schauen will und sich nicht ja. von einer Stimme bereiseln lassen. Mhm. Ich glaube, wenn man wirklich auch für sich parat ist, um irgendeinen Naturfilm zu schauen, mit starken Bildern ja. und gut gefilmt, ich glaube, dann ist man auch in der Stimmung, um diesen Film zu schauen. Also, ja. Ich fand es auch, wenn man irgendeine Idee kommt, dann neu zu verfilmen, mhm. absolut Vin Diesel. Oh Gott. Der will sowas vertreiben, als der Dumpart so immer das Feuer auslöscht. Glatze hat er schon. Oh je. Yeah. Ja, und anstatt Ron Perlman nehmen wir jetzt, damit es ein bisschen Ausdruck hat, Dave Bautista. Oh. Der ist aber schon ein bisschen trainiert für so eine, oder? Ein bisschen Fell drauf. Ja, stimmt. Ein bisschen mehr Fall. Ja, ist gut. Okay. Mm. Ein Remake, das ist jetzt aber eine witzige. Komm, so viel Zeit haben wir noch, oder? Ja, loco. Wenn man jetzt diesen Film oder Remake machen würde, wer soll mitspielen? Könnte man sich dort gut vorstellen? Ich habe einen heißen Kandidaten, ist mir jetzt gar in den Kopf gekommen: Michael Shannon. Also im positiven ja. Sinn. Ein ganz toller Schauspieler und der hat auch so tendenziell, wie ist das nicht ausdrücken, ein ursprüngliches Gesicht. Ist das, kann man das so sagen? Ja. Hä? Michael Shannon könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich denke, einen Stamm machen, so mit dem Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. So aus denen. Unlogisch. Weißt du wieso? Die sind zu alt. Die Menschen sind ja dort maximal 40 geworden oder so, oder 30, glaube ich sogar. Halt mit Schminken, aber ich meine, vom Reden her. Und ja, Jack Chopper. Weißt du jetzt, was ich meine mit Michael Shannon? Nein, immer noch nicht. Der hat zum Beispiel in Take Shelter mitgemacht. Ja. Einer von meinen liebsten Filmen. Er ist der Vater vom. Nein, stimmt nicht. Er ist der. Doch, Vater, Bösewicht, in der neuen Superman gesehen. War jetzt. Was ist er da? Klar. Weißt du, er war der General Zod. Ja, kann sein. Er ist gerade sehr, sehr guten Afghanistan-Kriegsfilm mit ihm gesehen. Wirklich Michael cool. Shannon, ja. Das war für mich einer. Ja, Michael Shannon wäre eine Möglichkeit. Cillian Murphy wäre noch geil. Cillian Murphy, ja, vor allem vom Ausdruck her, den Augen. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen an John Bernthal gedacht, der Punisher. Der hat auch so ein bisschen. Das markante Gesicht. Das und so der animalische Ausdruck in den Augen. Also, wenn der mal stinkig ist, dann muss ich nicht sagen. Du siehst es ihm einfach an. Ja, darum hätte ich den jetzt gerade. Hässig kann noch gut sein. Ja, jetzt im Schnauben auch immer. Ja, genau. Darum hätte ich den jetzt wirklich auf der Liste. Sehr gut. Hey, das wird etwas. Aber wir brauchen ja auch noch weibliche Hauptrolle. Weil ich fände es zum Beispiel noch schön, wenn noch. Also, zum Beispiel die jetzt hier immer nackt rumsäckeln. Wer hätten wir hier am liebsten? Amy Adams wäre etwas so als. Also es darf auf jeden Fall keine Silikontante sein. Nein, hätte ja die nicht. Aber rote Haare passt zum anderen Stamm. Die könnte man dort rein tun. Mhm. Sehr gut. Ja, zum Beispiel. Ja. Man sieht so ein bisschen. Ja, gut, oder so als Stammesälteste. Bette Midler. Bette Midler? Ja, klar. Ja, weißt du, mit einem wirklich kantigen, langen Gesicht ist eigentlich gerade unbedingt ja, so die klassische Schönheit. Hat aber von der gleichen Person? Ja, also ich glaube es. Ich glaube nicht, dass du die Bette Midler meinst, die ich meine. Bette Midler, recht eine alte Schauspielerin. Ja, ja. Okay. Eben, als Stammesälteste.
so Hokuspokus und so. Ja, yeah, ganz genau, ganz genau. Hexen hat er gleich geheißen. Unter anderem. Ha. Die Entführung der verrückten Mrs. Stone. Ja, ah, stimmt. Zum ja. Beispiel. Oder The Rose. Sensationell. Sie als quasi Janis Joplin-Pendant. Das sehe ich sie jetzt weniger. Auch hier wieder wegen dem Alter. Ich glaube, sie ist zu alt. Ohne jetzt ihr jetzt noch zu gut, okay, so ja, dass die Leute gar nicht so. Ja, genau. So, ja, gut, das lasse ich gelten. Das ist, also, ja. Ich würde sagen, so Obergrenzen sind so 40, wobei fairerweise, die Leute sehen ja immer jünger aus, gerade so Hollywood und so. Mit ja, gut, sind wir mal ehrlich, in Hollywood ist die Obergrenze 40 und dann hast du noch einen Meryl Streep, den sie noch ein bisschen buchen. Aber ja, und Glenn Close und ich kann sie alle nicht mehr sehen. Ja, ja, ja. Aber, aber jetzt die weibliche, weit noch so eine. Also, persönliche Präferenz. Wäre natürlich so etwas, also, was ich mir so vorstellen könnte, wäre noch schön, also zum Anschauen oder so. Wäre vielleicht so. Hey, aber weißt du, was wir rein tun können? Jetzt ohne Sprüche, einmal mehr, ihr wisst schon, was ja, kommt. Natürlich. Anya Taylor-Joy. Ja. Nicht mit ihren blonden Haaren, sondern so ein bisschen verfilzte Haare und so. Und sie müssen ja nicht nackt rumlaufen, weißt du, die ganze Zeit. Also, es geht mir nicht um das, ich will sie nicht nackt sehen. Es ist nicht, dass ich sie irgendwie die heißeste Katze finde oder irgend so etwas, das würde ich nie so sagen. Für mich ist sie einfach die Schauspielerin und auch eine, die wahnsinnig viel kann mit Mimik und Gestik und Haltung und so machen. Es ist nicht komisch, dass du das sagst. Das ist auch genau so eine Schauspielerin, die ich finde sie nicht wüsste überhaupt nicht, aber das ist so eine Schauspielerin, die möchte ich nicht nackt sehen. Weil ich möchte, dass die wirklich einen Charakter spielt, der sich nicht auf ihren Körper bezieht. Ja. Weil sie kann das. Es gibt andere, ja, von mir aus, sei ruhig und Indiana Jones, Klassiker. Ja, ja, nein, und lauf halt einfach im Bikini um und zieh einfach nicht das Beiweg. Oder wird gar nicht gebucht, lass die Rollen weg. Aber Anya Taylor-Joy, die kann so viel. Das wäre doch ein Wahnsinnscast. Michael Chen, Cillian Murphy, John Bernthal. John Bernthal, ganz gute Idee, finde ich sehr, sehr gut. Immer, umso länger ich darüber nachdenke. Anya Taylor-Joy. Und wer würde mal Regie machen lassen? Hey, das ist jetzt ganz klar. Nein, da gibt es für mich gar keine Diskussion. Tim Burton? Nein, yes, Gott, nein. So, stell dir vor, sie dürfen zwar nicht richtig reden, sie singen das dann. Oh nein. Nein, stell dir vor. Nein. Nicht gegen Tim Burton, aber der ist vorbei. Ich hätte so eine Idee, das ist aber vor allem wegen der Landschaft. Komm. George Miller, der Mad Max gemacht hat. Heiß. Das ist ja gut. Aber die Gefahr ist da, dass er zu actionlastig wird. Dann. Die Gefahr ist da, obwohl er. Ebenso, er hat ja auch mit relativ wenig Action, gerade der erste Mad Max, ist ja sehr, sehr trist gewesen. Stimmt. Also von dem her, ich glaube, der hat noch ein Auge dafür. Ich glaube, ich war für Denis Villeneuve. Mein Gott, für mich ist eh Denis Villeneuve alles drehen. Aber ich könnte mir vorstellen, weil er hat schon mit Blade Runner 2049 hat ja schon einfach gezeigt, dass er einen Stoff versteht und auch perfekt neu umsetzen kann. Ja, jetzt kann ich mich ja outen. Ich habe ja den Film jetzt auch endlich einmal gesehen. Ich freue mich schon auf die nächste Rückblickfolge, da können wir dann ein bisschen drüber reden. Aber da können wir auch ein Special machen von mir aus, kein Problem. Ja. Oh, ein Blade Runner Special. Insgesamt. Beide Filme. Komplett durchbesprechen. Allein das Sound, ich habe gerade im Kopf. Vom ersten und vom zweiten. Aber da muss ich jetzt gerade wieder sagen, ich habe jetzt nur den Film von Denis Villeneuve gesehen. Ich bin begeistert gewesen. Muss ich fast sagen, dann ist ja so eine Story schon fast wieder zu wenig. Weißt du, da kannst du noch fast zu wenig zeigen. Da ist wirklich der Mann von den Millionen Details, die aber alle geil sind. Und da müsst ihr so oben runterfahren, so aufs Mindeste. Das traue mir zu. Ich traue mir schon zu. Doch, nein, halt, ich nehme es zurück. Der Eggers wäre es für mich. Eggers. Der, wo The Witch gemacht hat oder The Lighthouse. Weil der liebt ja so in diesem Stil und so. Und nicht nur in dem Stil, wie damals gedreht wurde. Ist so. Ja. Na klar, da hat es ja keine Kameras gegeben. Ja, können, aber, sondern auch wie sie sich. Aber er hat authentisch. Sich ja. Extrem Authentizität ist schon mega hochgestochen bin. Ja. Das könnte richtig geil werden. Ja, ja und er kann auch gut damit umgehen, wenn nicht allzu viel geredet wird. Ja, ganz genau. Ja, fair, absolut. Hey, das wird, also Hollywood, wenn du zuhörst. Ja, haben wir das notiert? Können wir gerade E-Mail schreiben? Genau, wir sind schon am 3 Buch dran. Machen 5 Frankenzettel, damit sie schon mal. Genau, also Dialog sind schon alle geschrieben. Und die 16, die haben wir auch schon Ideen. Also, genau, also. Hey, es wird revolutionär, wir haben 3 Stellungen im Kopf, nicht nur 2. Es gibt 3.
Ja. Seit neuestem. Ah. Zuerst gerade einen krassen Sturz gesehen, die dritte. Was? What? Okay. Nein. Ja, ich würde sagen, oder haben wir noch etwas, oder wollen wir zum Urteil kommen? Fazit. Ich glaube, wir könnten zum Urteil kommen, cool. Ja. Aber wer als erstes? Spike. Ah, will er das? Okay. Ja, ich merke einfach, wer da alles nicht will. Also gut, meine Bewertung, relativ einfach. Der Film bekommt von mir 4 Sterne. Wow. Ja, wirklich, weil sehr mutig. Wirklich sehr, sehr mutig, ja, wie man das Thema angeht. Und super umgesetzt. Es ist jetzt allerdings nicht ein Film, den ich mir jetzt 20 Mal anschauen kann. Nein. Den habe ich jetzt gesehen und das ist gut so. Und es hat auch nicht viel, was man nach dem ersten Mal noch nicht gesehen hat. Das schätze ich zwar auch noch sehr, aber ja. Man hat den Film gesehen, man hat ihn gut gefunden, das ist es dann, man ist gut unterhalten worden, aber man muss sich schon ein bisschen dazu überwinden. Ja. Ich hätte ihn vermutlich nicht geschaut, wenn er ihn jetzt nicht als Hausaufgabe bekommen hat. Aber trotzdem wirklich sehr überrascht gewesen. Man muss ihn mit offenen Augen schauen, man muss sich darauf einlassen, aber man wird eigentlich nicht enttäuscht. Und darum einfach 4 Sterne. Top Bewertung, ich meine 4 von 5. Bei mir kriegt er sehr gute 3,5 von 5. Übrigens, ich habe das glaube gar noch nicht erwähnt. So während dem Schauen habe ich plötzlich gemerkt, eigentlich kenne ihn doch schon. Schon der eine von denen Kindern, also wo ich halt als Kind gesehen habe. Ja, gut, du hast ja gesagt, da hast du mal wahrscheinlich früher. Ja, ja, also ich plötzlich sind so gewisse Szenen, ich so, doch, mal, das ist jetzt wieder. Es hätte aber genauso gut können sein, dass du den gesehen hast mit dem Ringo Starr. Hä? Der hat auch einen Neandertaler Film gemacht. Der Ringo Starr? Ja, ja. Wie hat der geheißen? Ich glaube auch, am Anfang war das Feuer oder so. Nein. Ja, einmal sehr, sehr ähnlich. Also ich habe das auch wieder oft zum Teil verwechselt mit Dings, Space Odyssey. Das ist auch Anfangsszene. Genau, aber viel, nur der Anfang. Es gibt sehr viele, die das interpretieren mit diesem Film. Ja, ich habe Ultra, ich finde ihn sehr, sehr unterhaltsam. Ich finde es einen tollen Cast, ich finde es tolle Figuren. Es hat schöne Bilder. Es ist halt, was mir fehlt, damit es mehr als die 3,5 bekommt. Ich finde, vom Sound hat man ein bisschen mehr können rausholen. Ich habe zum Beispiel, und darum wieder der Eggers, sehr viel weniger Musik, sondern mehr auf Umgebungsgeräusch. Weißt du, Wind, das hohe Gras, Rascheln, Geplätscher und so. Das hätte ich, weil das geht dann immer noch mehr so die Naturverbundenheit, wenn man das so schön hört. Weißt du, das machst du auch in der Werbung bewusst so. Ja, und vielleicht mehr als Chorgesang im Hintergrund. Genau. Sonst, und das hätte ich zum Beispiel ein bisschen rausgenommen, da hätte ich andere. Aber ich bin ja kein Regisseur, das weiß ich. ja, und es gibt eigentlich wenig für mich zu bemängeln. Eben ein bisschen zu lang vielleicht. Musik, ja. Und es ist halt sehr klassisch Streit. Also, weißt du, nicht, also im Kameramann oder dem Regisseur müsste es nicht einen Oscar geben für das. Nein. Es hat nichts, wo ich sage, wow! Und das ist ja der Grund, warum ich, und da bin ich voll beim Spike, ich werde den Film jetzt auch nicht nochmal gerade schauen. Das habe ich nur bei Filmen, wo einfach die Kamera, wo ich einfach denke, wow, wie geil ist jetzt die Kamerafahrt oder die Einstellung oder so. Das hat es nicht. Das ist sehr klassisch Streit. Gut, schnörkellos. Voilà. Aber auch von mir eine absolute Sehempfehlung. Was sagst du denn dazu, Hill? Weil es ja die Hausaufgabe war. Ja, natürlich mal. Ich finde auch, also für mich mal hat es einen Klassiker-Bonus, wo es so einen halben Stern gibt. Und dann, es hat witzige Szenen drin, es hat, wie gesagt, vom Tiefgang ist es so lala. Es hat, wenn man sich einlässt, hat es was. Story an für sich, für mich ein bisschen weniger. Es hat zum Teil, habe ich gefunden, so ein bisschen too much an perversen Szenen drin. Also es ist so ein bisschen für mich ein bisschen zum Teil dann so ein bisschen zu ins... Zu viel Sex für dich? Nein, es ist zu primitiv. Aber es ist so ein bisschen... Einerseits sagen sie, es ist zu viel, aber andererseits es ist halt ein Film über... Und ich habe gemeint, ich kenne dich langsam. Was? Das ist so geil, das liebe zu hören, das siehst du halt nicht, aber der Spike und ich werden es gerade angehen so... Hä? Was redest du? Nein, es ist einfach... Sobald es irgendeine gebuckt hat, hast du gerade gesehen, einer rennt von hinten an und... Es ist so ein bisschen... Ja, das ist wahr. Aber es geht um Primaten und ja, die Idee war speziell und schauspielerisch habe ich es eigentlich sehr gut gefunden. Gerade wie sie da drinnen waren, zum Teil
auch ist, mehrheitlich ist es ja um Essszenen gegangen. Und, also ich habe es dann abgekauft. Ja. Ja, absolut. Und ich gebe 3,5 auch. Ja. Das sind ja top Bewertungen. Absolut, ja. Mir würde es noch wundern, du, wo jetzt der Film vielleicht, wo der Film vielleicht jetzt erstmal geschaut hast, wegen der Hausaufgabe, oder vielleicht ihn schon gesehen hast. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt sie uns doch in den Kommentaren auf Spotify. Gut, auf Spotify kann man uns hören, immerhin. Ja. Aber wir sind auf Instagram, wir können uns auch über Facebook erreichen. Wir haben sogar eine E-Mail, info@sine-swiss.ch. Wir sind immer wieder gespannt über eure Meinung. Ich habe auch immer wieder Freude dran. Wir machen es auch ab den negativen Kommentaren. Unbedingt. Also, auch Kritik dafür. Unbedingt. Genau. Unbedingt. Alles, was negativ ist, das tue ich immer weiterleite direkt an Hill. Ja. Ich gebe an dieser Stelle auch gerade seine E-Mail. und wenn ihr auch mal eine coole Idee habt oder sagt, hey Jungs, das ist mein Herzensfilm, und wir sagen, den haben wir gar noch nicht gesehen. Oder einer von uns sagt, ja voll und so. Ja. Hey, inspiriert uns. Wir haben eine Freude. Wir sind offen. Wirklich? Ja, gut. Yeah. Doch, unbedingt. Also, weil wir müssen uns auch ab und zu ein bisschen aus den Fingern saugen. Ja. Für uns ist es immer noch schwierig, einen Film zu finden, den die anderen noch nicht gesehen haben. Wenn wir doch ein bisschen aus einem ähnlichen Kreis kommen, ähnlicher Zeit aufgewachsen sind. Ich möchte gerade den grössten Schund bringen. Ja. Nein, auf keinen Fall. Nein, nicht unbedingt. Wobei, Zotti müssen wir jetzt schon überlegen. Hey, Kindheitserinnerungen. Also. Ich habe Lust, da noch ein bisschen zu egal. Die nächste Hausaufgabe. Wir haben da alle Stift und Blatt Papier bereit. Ich habe Tinten und Papier neben mir. Sehr gut. Ja. Pencil. Die darf ich geben. Oh, ja. Juhu. Oh, hast du etwas Lustiges für uns ausgesucht? Ja, und zwar einer für mich von den originellsten und besten Horrorfilmen der letzten 10, 15 Jahre. Ui. Und zwar «It Follows». Nicht zu verwechseln mit «It». Genau. Der es «Follows» zwar, aber der ist nicht «It Follows». Genau. «It Follows» für mich eine absolute Sehempfehlung. Mhm. Auch für Leute, die sonst nicht wahnsinnig horroraffin sind. Oh. Finde ich jetzt. Ach, ich bin gespannt. Genau. Und ja, ich glaube, das ist es, oder? Ja, ich glaube, das ist es. Können wir Sally sagen? Und dann mach doch das. Sally. Sally Papi. Ja, cool. Dann mal. Kurz, wir müssen los. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.